Ja, und dann vermisst er dich. Und dann wünscht er sich, dass er den Fehler, den er früher begangen hat, wieder rückgängig machen kann. Dein Weg raus aus Beziehungskrise, Trennung und Liebeskummer. Zurück ins Beziehungsglück. Eine Frage, die wir auch häufig hören, nämlich, wann fängt ein Mann an, seine Ex-Freundin zu vermissen? Und ich weiß, du hängst jetzt hier und bist ganz gespannt. Hey, wann ist es soweit? Wann ist es soweit? Wann vermisst er mich? Pass auf, wann vermisst er dich? Fängt an, dich zu vermissen an dem Tag, an dem du, und jetzt ist das wird echt schwierig, an dem du es schaffst, dich emotional zu lösen. Solange du nämlich immer dranhängst, ne, auch emotional, gedanklich, was ganz häufig passiert ist, wir stellen unseren Ex-Partner auf ein Podest und glauben, es kann keiner das Wasser da oben hinreichen. Es gibt keinen anderen Menschen, der so gut sein kann wie er. Und das spürt er natürlich auch. Ja, vielleicht hast du es ihm auch mehrmals gesagt. Ihr habt noch immer so lose, vielleicht über drei Ecken ein bisschen Kontakt. Und er kriegt immer noch diese Botschaft von dir, unterschwellig. Er fängt an, dich an dem Tag zu vermissen, an dem er nichts mehr von dir hört, an dem er das Gefühl hat, dass du glücklich bist. An dem Tag, an dem er nicht mehr diese Lorbeeren bekommt, an dem Tag, an dem er nicht mehr das Gefühl hat, angebetet zu werden. Dann fängt er nämlich an, festzustellen, dass ihm etwas fehlt. Die Aufmerksamkeit. Vielleicht auch nur das Wissen, dass du über ihn nachdenkst, das Wissen, dass du mit Freunden, mit Bekannten über ihn sprichst. Er fühlt sich dann auf einmal abgeschnitten von dir, denn schließlich verbindet euch eine lange Zeit. Und auf einmal bist du weg, richtig weg, ich meine wirklich echt weg. Nicht nur, ich bin ausgezogen und denke noch an dich und wäre schon schön, wenn wir zusammenkommen würden, sondern an dem Tag, an dem der das Gefühl hat, dass du wirklich weg bist, fängt er an, dich zu vermissen. Es gibt noch einen zweiten wichtigen Punkt. Weißt du, du denkst bestimmt, wenn ich aber keinen Kontakt mehr mit ihm habe, dann wird er mich vergessen. Dann wird eine andere an meiner Stelle an seiner Seite sein. Und ich sage dir eins, und das ist echt wahr. Man muss viele Frösche küssen, bevor irgendwann eine Prinzessin oder Prinz rauskommt. Andere kochen auch nur mit Wasser. Und keiner weiß, ob dein Wasser nicht sogar heißer ist. Also der Punkt ist, dass gerade, lass ihn ruhig mal eine andere kennenlernen, dann stellt er auf einmal fest, dass nicht alles Gold ist, dass nicht alles perfekt ist und er wünscht sich noch viel mehr das zurück, was er schon hatte, wo er weiß, wie es ist, wo er weiß, wie du bist, wo er weiß, was deine Ecken und Kanten sind, aber wo er auch weiß, was dich auszeichnet. Und das sind die Momente, das sind diese Momente, an denen er anfängt, dich zu vermissen und sich heimlich fragt, ob es nicht irgendwie doch einen Weg zurückgeben könnte. Also je glücklicher du bist, wenn du dich loslassen kannst, wenn du ihn emotional loslassen kannst, wird er das spüren und will zu dir zurück. Er interessiert sich für dich. Und wenn er dann auch noch eine andere Erfahrung mit einer anderen Frau gemacht hat, dann wird er mit einer höheren Wahrscheinlichkeit noch mehr Interesse haben, weil er weiß, dass du die Bessere warst. Er vergleicht die Neue mit dir und die Neue kann dir nicht das Wasser reichen. Ja, und dann vermisst er dich und dann wünscht er sich, dass er den Fehler, den er früher begangen hat, wieder rückgängig machen kann. Und wenn du wissen möchtest, wie du da hinkommen kannst, dann schau in die Shownotes, melde dich bei uns, melde dich zum kostenlosen Erstgespräch und wir zeigen dir, wie du das schaffst. Wie du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst, verraten dir Felix Heller und Ralf Hofmann. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter www.beyondbreakup.de.